Herzlich willkommen zur Gamescom 2015, Tag 2. Neben mir steht der charmante Nino Kerl. Und neben mir steht die wundervolle Maxi Gref. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Start ins Gamescom-Wochenende. Heute ist Dankeschön. Ja. Das ist meine Motivation. Das ist doch mal eine schöne gleich Begrüßung. In der Früh, die Energie. Sehr nett. Sauber. Da sind wir tatsächlich wach. Ich sehe auch schon einige Kandidaten, die ich gestern gesehen habe. Da kann man gleich mal, weil heute ist nämlich der heißeste Tag des Jahres. Aber das es regnet heißt, doch draußen. Es ist aber trotzdem, ich glaube, in Berlin soll es 40 Grad werden, 30 Grad. Okay. Und was glaubst du denn, was ich jetzt sagen soll? Was soll man denn ganz viel trinken? Sprich laut. Natürlich Wasser. Ja, trinkt viel Wasser. Es ist tatsächlich sehr heiß, deswegen in Köln ist noch ein bisschen abgekühlt, weil es eben kurz draußen geregnet hat. Aber in den Hallen wird natürlich bei ganz vielen Menschen natürlich auch ganz schnell heiß. Ja. Wasser oder wie ich ganz gern sage, Water! Oh, sehr jawohl. Gut. Also Englisch Wasser. Water. Genau, water. Englisch water. Für Wasser. Ja. Auch ein herzliches Grüß Gott, wie wir in Bayern sagen, an alle zu Hause gebliebenen vor den Bildschirmen bei Twitch, bei YouTube und auch bei den Kollegen von der GameStar. Schön, dass ihr uns live verfolgt. Schade, dass ihr nicht hier sein könnt. Aber wie gesagt, gerne könnt ihr das ja auch vom Rechner aus tun. Und das soll sich lohnen, denn ähnlich wie gestern haben wir heute wieder ein tolles Programm mit vielen tollen Gästen und einem ganz besonderen Programm-Highlight am Abend. Genau, also erstmal ist natürlich wie immer auch jeden Tag hier auf der Bühne die Jungs von Pete's Meat. Ich glaube, die haben auch um 15.30 Uhr schon ihren ersten Slot bei uns und werden dann um 17.30 Uhr natürlich auch wie gewohnt die Gamescom-Show hier auf der Bühne abhalten. Da jagt sich so ein bisschen der Harley durch die Hallen, schaut sich die Sachen an und das wird dann hier eben gezeigt, live auf der Bühne, natürlich live auch auf Twitch. Aber unser Highlight, das eben genannte Highlight, ist natürlich die Gamescom Awards. Genau, die Verleihung, die besten Spiele der Messe werden wie jedes Jahr natürlich ausgezeichnet. Ihr hattet auch die Gelegenheit mitzuvoten und die besten Games in unterschiedlichen Kategorien zu küren. Gekürt hat auch die Maxi, denn sie war dieses Jahr in der Jury. Bin gespannt, für was du gewählt hast. Mir hast du es noch nicht verraten, aber wir werden es dann erfahren. Heute Abend hier bei uns in Halle 10.1 auf der Let's Play Meets Gamecom Bühne. Natürlich mit vielen tollen Laudatoren, mit vielen tollen Spielen und mit vielen tollen Gästen. Freuen wir uns sehr drauf. Und wir zwei dürfen auch noch einen ganz speziellen Gast bzw. einen lieben Kollegen begrüßen. Richtig, und zwar kommt heute endlich aus München angereist der liebe Florian Heider, unser Kollege, denn wir haben ja heute auch noch unser Programmpunkt für High Five. Wir werden heute live ein Come-On aufnehmen. Ihr könnt Fragen stellen. Ich habe sogar T-Shirts mitgenommen. Das heißt, es gibt auch hier ein paar Geschenke natürlich. Und das werden wir dann natürlich bei uns auf dem Kanal auf YouTube High Five TV ausstrahlen. Jawohl, also das schon mal vormerken. 16.30 Uhr. Come-On! Eure Fragen, unsere und obendrauf gibt es, wie Maxi eben schon sagte, ein paar T-Shirts. So, jetzt haben wir das Programm des heutigen Freitags schon mal ganz kurz skizziert und angerissen. Lohnt sich auf jeden Fall, den Tag hier bei uns zu verbringen. Zwischendurch gibt es auch immer mal so ein paar kleine Verschnaufspausen, da werden eingespielt. Dann habt ihr auch die Gelegenheit, mal aufs Klöchen für kleine Gamer zu gehen oder was zu trinken, denn das ist bei den eingangs erwähnten heißen Temperaturen ganz besonders wichtig. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen locker. Wie gesagt, trinkt Wasser, entspannt euch, lehnt euch zurück. Wir sind gleich wieder für euch da. Und wünschen euch einen schönen Gamescom-Freitag. Vielen Dank.